Wieder schon die erste Gelegenheit für den EVZ und das ist schon die Führung für die Zentlinger. Ja, was für ein Auftakt für den EVZ. Michael Bolros aus dem Nichts macht er hier nach 7 Sekunden die Führung. Oh, da ist der Ausgleichstreffer Manuel Laritz aus dem Rückhalt, zieht hier einfach mal ab und überrascht den Zeltberger Torhüter Nico Herzl, der heute Andreas Brenkusch ersetzen muss. Dazu später mehr. Ja, natürlich auch eine kalte Dusche jetzt für den jungen Zeltberger Torwart. Ja, Laritz kommt hier ungehindert zum Schuss und Herzl hat hier das Nachsehen. 1:1. 2 Minuten, 13 Sekunden sind gespielt und wir haben hier schon gleich viel Tore gesehen wie gestern in der gesamten Partie. Also, interessanter Auftakt und alles wieder offen. Richtig abgebeutelt und weiß, dass er bislang eine tolle Leistung gezeigt hat und strotzt vor Selbstvertrauen. Ja, gute Gelegenheit für Mario Sulzer. Sulzer mit der Chance, gezeugt und das ist die Führung für den EVZ. Mario Sulzer schenkt dem Attisee seinen 4. Finaltreffer ein. Wunderschöner Treffer, dieses Break. Als Sulzer hier alleine auf Zeugswetter zieht und zur 2:1 Führung einnetzt. Sehen wir uns das gleich nochmal an. Dieser Pass, Sulzer kann hier nicht gestoppt werden. Da kam Hatzenbichler zu spät und er lässt Zeugswetter keine Chance. Ja, wunderschöner Treffer, Chris. Ja, Konter wie aus dem Lehrbuch und was für ein Pass von hinten heraus über zwei Linien. Und dann Sulzer aus vollem Lauf und dass der schnell ist, das wissen wir. Sein 4. Finaltreffer, wenn ich mich nicht irre. Wahnsinnsbilanz für den Stürmer. Der Attisee schon wieder in der Angriffszone. Meierhofer. Ah, der Schuss geht durch und das ist der Ausgleich. Strohmeier trifft von der Blue Line. Ich glaube, die Scheibe war sogar noch abgefälscht. Auf jeden Fall findet sie ihr Ziel. Ausgleich für den Attisee. Das Ganze in Überzahl. Ah, ich glaube, der ging direkt durch. Ich glaube, Meierhofer war, glaube ich, der Torschütze für die Grazer. Bernhard Strohmeier war's. Ja, Birmin Riedmann mit der Suche nach einem Abnehmer. Den findet er auch. Meixner jetzt, der zieht mal vor das Tor. Jetzt kommt Nino Hust zum Abschluss. Da ist die Gelegenheit. Tor! Und die Scheibe ist tatsächlich im Tor. 3:2 für den Attisee. Ja. Diese Szene müssen wir uns unbedingt auch mal ansehen. Also, alle haben damit gerechnet, dass Nico Herzl diese Scheibe unter sich begraben hat, aber sie dürfte ihm durchgerutscht sein und verschwindet hinter seinen Schonern, hinter der Torlinie. Ja, ja, da sieht man es ganz klar, die Scheibe ist im Tor und der Attisee führt 9 Minuten und einige Sekunden vor Ende dieses dritten Spielabschnittes mit 3:2 und hat jetzt zumindest eine Hand am Meisterpokal. Oh, Pull ist gewonnen, erste gute Gelegenheit. Bolros. Ah, schlechter Pass von Michael Bolros und das könnte die Entscheidung sein. Das muss die Entscheidung sein. Haas zieht aufs Tor, macht das 4:2 und krönt damit den Attisee endgültig zum Meister der steirischen Elite-Liga 2015-16. Das muss es gewesen sein. Wir haben noch etwas mehr als eine Minute auf der Uhr, aber dieser Emptene-Treffer zum 4:2 sollte die Vorentscheidung sein, Chris. Ja, ich glaube, Markus, da würde sich der kühnste Prophet nichts anders mehr zu prophezeien trauen. Unglaubliche Szenen hier jetzt im Bunker. Hat man lange nicht mehr gesehen. Und man hört jetzt die Fans des ATSEO, wie ist das schön. Und schauen Sie sich die Freude bei Philipp Haas an. Der musste im Vorfeld dieser Partie viel Kritik einstecken. Nochmal, Marc Bronegger lässt er nochmal einen aus. Er versucht es nochmal mit einer Granate, aber auf die findet das Ziel nicht. Und die letzten 10 Sekunden beginnen jetzt die Uhr unterzulaufen. Wieder ist es Haas, der hier beinahe zu seinem zweiten Emptene-Treffer kommt. Aber das war's, die letzten 3:2:1 und das war's wirklich endgültig. Der Meister ist entroht, der EVZ weg, ist Vizemeister und der Meister 2015-16 heißt ATSE Graz.
Und mit diesen Bildern von dieser Pokalübergabe und mit diesen Feierbildern vom ATC als Elite-Ligameister 2016 lassen wir Sie jetzt einige Augenblicke allein. Genießen Sie diese Bilder.